Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich heute hier zur Pressekonferenz des HC Erlangen vor dem letzten Heimspiel der Saison am Donnerstag gegen den SC Magdeburg. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Adalstein Eyosson und unseren Spieler Jan Schäffer. Ja, und wie immer geht die erste Frage an unseren Cheftrainer. Adli, vor 2 Tagen habt ihr hier einen sensationellen Punktgewinn gegen die Rhein-Neckar-Löwen gefeiert. Wie fokussierst du deine Mannschaft jetzt auf den nächsten Gegner am Donnerstag? Ja, es ist, glaube ich, immer noch ein gutes Gefühl in den Körper rein nach dem Spiel. Das ist jetzt nicht so lange her, nur ein Tag, wo man halt Zeit hatte, das ein bisschen zu verdauen. Und ich glaube, deshalb sind die Glückshormone immer noch aktiv in den Körpern bei den Spielern. Wir werden trotzdem jetzt gegen Magdeburg natürlich wieder an so eine Leistung anknüpfen müssen, die auch ernsthaft zu gefährden. Wir wissen, dass da eine absolute Top-Mannschaft, die vielleicht jetzt nach diesem Final Four in eine eigene Halle, was man auch gehört hat, sehr enttäuscht sind, dass die nicht den Pott geholt haben und werden sicherlich hoch motiviert hier nach Nürnberg reisen, um uns die Punkte wegzunehmen. Deshalb wird es wichtig, nochmal, dass wir eine Deckung, nochmal so eine Leistung nochmal bestätigen, dass wir vor allem das Kontospiel von Magdeburg unterbinden. Dieses sehr, sehr präzise und gute Angriffsspiel, wo die permanent das schaffen, die Innenblock halt Spielern mit Isolation und dann mit gutem Kreisspiel, mit sehr dynamischen und gut getimten Kreuzungen. Das wird halt für uns die Hauptsache sein, beide in ein Normalpositionsspiel und vor allem in Umschalt, also dritte Welle, zweite, dritte Welle und schnelle Mitte. Dass wir das unterbinden, das wird der Schlüssel für uns, um gegen Magdeburg einen Sieg zu feiern zu können hier mit unseren Fans. Danke, Adli. Jan, du kannst ja jetzt nach deiner Schulterverletzung seit 2 Spielen auch wieder mitwirken. Was müsst ihr denn machen am Donnerstag, dass ihr vielleicht auch wieder erfolgreich sein könnt? Ja, genauso spielen wir jetzt vorgestern. Wenn wir in der Abwehr, denke ich, eine richtig aggressive Deckung hinstellen, an Situationen auch stellen, dass der Gegner immer nicht weiß, wie viel Druck er machen kann. Im Angriff die Bälle geduldig spielen, nicht vor allem nicht einfach verlieren, dass wir dann keine Konter kassieren. Mit dem überragenden Tor da im Tor, denke ich, wird es sehr, sehr, sehr schwer. Aber warum nicht? Ja. Dankeschön. René, die Stimmung war am Sonntag ja wirklich fantastisch. Auf was dürfen sich die Fans vom HC Erlangen denn am letzten Heimspiel freuen? Ja gut, das letzte Heimspiel ist natürlich immer nochmal ein emotionaler Höhepunkt. Wir verabschieden unsere Spieler, die den Verein im Sommer verlassen werden. Und da hat sich immer schon in der Vergangenheit ja gezeigt, dass es immer eine ganz besondere Stimmung, die am letzten Heimspieltag nochmal herrscht. Zusätzlich wird unser Premium-Partner Tucher Freibier nach dem Spiel ausschenken. Wir werden die Fläche freigeben, dass alle Fans mit der Mannschaft zusammen das letzte Heimspiel auch zusammen ein bisschen feiern können und die Saison da ausklingen lassen können hier in Nürnberg. Natürlich wissen wir, dass wir noch ein Auswärtsspiel haben, aber jetzt hier geht dann mit dem doch noch sehr, sehr hochkarätigen Gegner SC Magdeburg nochmal am Ende eine Saison zu Ende, die, glaube ich, alles dabei hatte. Ein paar Höhen, ein paar Tiefen und wie jetzt vor 2 Tagen auch ein absolutes Highlight nochmal zum Ende hin. Und da hoffen wir natürlich, dass wir da ein bisschen anknüpfen können. Klar, ich meine, wir können nicht erwarten, dass wir jede Woche eine Mannschaft dieser Größenordnung schlagen können. Aber ich glaube, die Jungs haben gezeigt, auf was für einem Weg sie sich momentan befinden, was für eine Entwicklung sie durchgezogen haben. Und wenn wir es schaffen, natürlich zusammen mit unseren Fans da wieder eine ähnliche Stimmung auf die Platte zu bringen, dann sehe ich auch uns dort nicht chancenlos. Und da freue ich mich natürlich auf ein letztes und weiteres Highlight hier in Nürnberg. Danke, René. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. René, mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr denn jetzt gegen Magdeburg? Also das ist jetzt sogar wirklich schwer zu sagen, weil wir in den letzten Tagen, gerade natürlich auch nach diesem Spiel, nochmal einen deutlichen Anstieg hatten bei den Ticketverkäufen. Und da wird sich jetzt gerade in so kurzen Abständen zwischen 2 Heimspielen nochmal einiges in den letzten Tagen jetzt vor diesem Spiel tun. Ich denke mal, wir werden wieder eine gut gefüllte Arena haben, die uns dort hoffentlich genauso gut unterstützt, wie sie es letzten Sonntag getan hat. Aber auf Zahlen magst du dich offenbar noch nicht festlegen. Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, klar, wir haben einen Donnerstag und kein Sonntagsspiel. Trotzdem haben wir natürlich einen sehr, sehr starken Gegner, der mit Sicherheit hier alles versuchen wird, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden.
wie es dem deutschen Meister vor 2 Tagen ergangen ist. Aber ja, wir werden sehen, was am Ende bei rauskommt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir da wieder auch eine sehr, sehr gute Stimmung hier in Nürnberg haben werden. Adli, die Verletzten-Situation, kann man da irgendwie Entwarnung geben beim einen oder anderen? Ist Teile wieder noch mal ein bisschen weiter vielleicht? Kann Jonas Tümmler noch mal zurückkehren oder ist die Saison für ihn beendet? Teilinger wird weiterhin wie am Wochenende zur Verfügung stehen. Der war natürlich nur mit 1 oder 2 Trainingseinheiten nach diesem bakteriellen Effekt, den er hatte. Das heißt, er hat jetzt noch mehr 2, 3 Tage Zeit jetzt gehabt, sich noch besser darauf zu auskurieren. Wird halt heute normal trainieren und morgen und gegen Magdeburg voll einsatzfähig sein. Tümmler wird dieses Spiel noch nicht bestreiten können, aber wir sind eher optimistisch, dass er dann in Friesenheim wieder mitwirken kann. Aber das sonst ist die Verletzungssituation ähnlich wie vor dem Magdeburg-Spiel. Die gleichen Spieler werden ausfallen, aber ich werde trotzdem die gleichen Kader zur Verfügung haben. Also niemand Neues dazugekommen auch in dem Spiel? Nee, es ist keine neue Verletzung, nicht, dass ich wusste. Also noch ist keine Meldung gekommen. Aber ich würde auch nicht wahnsinnig überrascht sein, wenn irgendwas sich tun würde bis zum Spiel. Das wäre für mich keine Neuigkeit, dann in kürzester Zeitraum irgendwelche schlechte Nachrichten zu bekommen, was das betrifft. Aber natürlich hoffe ich sehr, dass wir mit dem gleichen Kader am Donnerstag antreten können. Jan, auf der Bergkirche hat sich auch niemand verletzt. Zum Glück, dann ist anzunehmen, wie habt ihr noch gefeiert? Seid ihr besonders müde jetzt, mental, körperlich nach dem Spiel? Oder ist es eher so, dass das sozusagen, der Trainer hat es ja angesprochen, ein bisschen Euphorie oder die Euphorie euch so hoch hält, dass ihr da quasi gar nicht erwarten könnt, gegen Magdeburg zu spielen? Du sagst es, die Euphorie ist danach sehr, sehr hoch. Mhm. Natürlich haben wir am Donnerstag noch ein Spiel. Also dementsprechend haben wir auch angepasst uns auf den Berg verhalten. Ich denke dennoch, dass es einfach auch für die Mannschaft wichtig war, so ein Event auch zusammen ausklingen zu lassen. Und wir können uns, denke ich, jetzt auch nach dem Tag gut auf das nächste Spiel vorbereiten. Der Gegner hat, denke ich, auch nicht mehr Zeit als wir, deswegen wird er gute Dinge. Wir haben nach dem Spiel auch gesprochen, es war klar, ihr habt euch zum Teil fast selber ausgewechselt, weil er so auf dem Zahnfleisch ging. Jetzt so wenige Tage danach, das ist gleich das nächste Spiel. Sehnt man jetzt irgendwie nach dieser langen, doch harten und verletzungsreichen Saison, auch für dich persönlich, ein bisschen das Ende auch entgegen? Ich kann nicht für mich gar nicht sagen, weil für mich ist das alles noch viel hier, wo ich Erfahrung neu dazu bekomme, was ich auch erleben möchte, jetzt vor allem nach den Verletzungen. Dementsprechend sehne ich mir eigentlich nicht wirklich unbedingt das Ende herbei. Wobei die Saison lange ist, viele Spiele sind und ich denke, viele Spieler auch froh sind, wenn dann die Pause kommt. Ist der Gegner irgendwie vergleichbar jetzt mit den Rhein-Neckar-Löwen, Adli, oder ist es was ganz was anderes, was auf euch zukommt? Musst du die Mannschaft komplett neu einstellen? Die spielen seltener so eine offensive Variante, wie die Löwen das auch tun. Die vertrauen sich mehr auf ihre stabile 6-0-Deckung in Kombination mit ihren Torhüter. Aber ich glaube, die anders als die Löwen mindestens hier bei uns gemacht haben, dann gehen die konsequenter an den Tempospiel an. Also da wird temporeicher das Spiel, das wird, ja, die hören nicht auf, Druck auszuüben halt. Und deshalb wird das Rückzug und es wird noch wichtiger, wie wir mit dem Ball umgehen und nicht dem ihre normalen Tempo halt erlauben. Ne? Und deshalb, das wird der Prüfstein halt sein. Aber die sind auch, wie Jan schon erwähnt hat, die haben auch gegen Hüttenberg letzten Donnerstag gespielt, dann direkt Samstag, Sonntag 2 Spiele und haben jetzt auch nur 2, 3 Tage sich zu regenerieren bis zum Donnerstag. Also ich glaube, da werden beide Mannschaften eine ähnliche Konstellation haben, und was die Frische und die Körner angeht. Nimmst du bei der Aufstellung irgendwie Rücksicht auf die Spieler, die euch verlassen werden? Gibt es da irgendwie einen Bonus für die, dass man sie nochmal sehen kann, oder geht es rein nach Leistung? Ich werde keinen verstecken in die Halle. Also ich glaube, zu sehen werden alle sein. Also das wird keine Schal um irgendjemand sein, der plötzlich da nicht mehr zu sehen ist. Wir werden weiterhin leistungsorientiert spielen. Es wird nach Leistung gehen. Klar, werden uns 2 Spieler verlassen, die länger dabei wird. Und wir werden sehen, wie das Spiel
sich entwickelt und wie die Emotionen sich spielen werden. Aber so im Voraus gilt mir völlig die Konzentration auf die zwei Punkte und nicht auf irgendwelchen Abschiedstouren, sondern auf Bundesliga-Alltag. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich alle für Ihr Kommen. Wir sehen uns dann am Donnerstag um 19 Uhr wieder hier in der Arena Nürnberger Versicherung. Tickets gibt es wie immer noch im Onlineshop unter www.hc-erlangen.de. Ich wünsche euch allen einen schönen sonnigen Tag und bis Donnerstag.